Ja, gib mir mein Problem zurück. Eine harte Ansage. Eine Ansage, die auf sehr, sehr vielen Gesprächen basiert. Wenn das die Lösung ist, dann gib mir mein Problem zurück. Wir haben im Idols gesessen, zusammen mit einer, ja, mit einer Haudegen, wie sie im Buche steht. Was wird sie, wie alt wird sie sein? Ich will sie jetzt nicht älter machen, wie sie ist, aber ich denke im guten Alter. Sie ist wirklich im guten Alter. Und sie, wir haben gesagt, lass uns mal ein Gespräch, lass uns mal reden. Und diese Haudegen, diese Frau hat uns so viel erzählt aus ihrem Leben, dass aus diesem Gespräch ist der Song Gib mir mein Problem zurück entstanden. Dort wird darüber gesprochen, wie viel Probleme hier in unserer Gesellschaft auftreten und wie hart an einer Lösung für diese Probleme gearbeitet wird, aber eigentlich passiert gar nichts. Noch viel schlimmer, es passieren Dinge, die die ganze Bevölkerung oder drei Viertel der Bevölkerung mit dem Kopf schütteln lässt, aber passieren tut nichts. Vielleicht ganz banales Beispiel, der Flughafen in Berlin, der BER, wo Milliarden verschleudert werden, ja. Jeden Tag verschleudert werden und es gibt einfach keine Lösung. Und wenn das die Lösung sein soll, Milliarden zu verschleudern und zu verplempern, obwohl wir hier auch genug Probleme haben mit anderen Dingen, viel, viel wichtigeren Dingen als einem Flughafen, weil Tegel funktioniert, ja, nur mal so, dann möchten wir gerne unser Problem zurück. Sehr gerne, so, ja. Sehr gerne. Und das war eine Aussage dieser Frau aus diesem Gespräch, die gesagt hat, also ganz ehrlich, wenn das die Lösung ist, dann leg mein Problem zurück. Und dann bin ich losgefahren und habe gesagt, jetzt schreibe ich mal einen Song, wo wir mal auspacken. Ja? Ja. Auch schöne Grüße, by the way, an Herrn Thilo Sarrazin, der für uns der Teufel ist. Weil er diese ganze Ausländer-Politik-Debatte erst ins Rollen gebracht hat. Ja. Mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Ganz ehrlich, Herr Sarrazin, kommen Sie einfach mal nach Berlin. Wir können Ihnen gerne mal ein paar Leuten vorstellen, Freunde von uns, egal aus welcher Nation, egal aus welchem multikulturellen Umfeld, egal aus welcher Religionsrichtung, Glaube, sind Sie herzlich eingeladen. Sie Teufel. Sie Teufel, Sie. Igor und Nassim. Erstmal sei gesagt, zwei gute Freunde von uns. Wie wir vorhin schon gesagt haben, wird man ja, wenn man Deutschrock macht, Deutschrock in diese Schublade geschmissen wird, passiert es schnell, dass man in, Rechtsradikalität oder irgendwelche falsche Gesinnung unterstellt. Und darauf wurden wir tatsächlich angesprochen von Freunden, die halt Deutsch sind, aber die Vorfahren halt woanders herkommen, und zwar halt von Igor und Nassim, die gesagt haben, was ist denn da eigentlich los, was ist denn da dran, und wir gesagt haben, also ja, so richtig können wir dir das nicht erklären. Also wir haben ja so viele Themen, wir könnten jetzt anfangen, Grundsatzdiskussionen über Pegida zu starten. Mensch Jungs, wie steht ihr denn dazu? Wir sind tolerante Menschen und wir sind für Menschlichkeit unter den Menschen. Wir sind für zwischenmenschliche Beziehungen. Wir sind für ein klares Aufeinanderzugehen von Menschen. Wir sind für Gespräche. Wir sind für ein Kennenlernen. Wir verurteilen niemanden, der von woanders kommt. Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch und es ist menschenwürdig, sich mit ihm zu unterhalten. Und auf unserem Weg in den Jahren unseres Erfolges kamen auch immer wieder Menschen auf uns zu, die gesagt haben, so, ich kann nicht verstehen, warum das so ist. Und als wir mit Igor und Nassim zusammen am Tisch gesessen haben und uns darüber unterhalten haben, was wir für Probleme hätten oder was uns vorgeworfen wird, so, weil wir eben auch eine Vergangenheit haben, weil wir aus Marzahn-Hellersdorf kommen, wollten wir diese Geschichte einfach mal erzählen und haben uns einfach gedacht, wir benennen unsere Freunde, schönen Gruß an Igor und Nassim, wir benennen sie einfach einmal, weil die die Aussage getroffen haben, die Religion, die uns verbindet, ist der Glaube an uns. Ein Satz, der
so mächtig ist, wenn man sich ihn auf der Zunge zergehen lässt, dass jede Religion dahin fließt, weil es wirklich so ist. Der Glaube an uns sollte die Religion aller Menschen sein. Ohne da naiv genug ranzugehen, sondern einfach ein Statement dazulassen und zu sagen, wir sind und bleiben Menschen. Wir haben miteinander zu tun. Und anstatt uns zu hassen, sollten wir uns lieben, aufeinander zugehen, uns in den Arm nehmen und sagen, wir kennen dieses Spiel, was mit uns gespielt wird. Aus Freunden werden Feinde gemacht, aus Feinden werden Freunde gemacht, aber am Ende sind und bleiben wir Menschen, die selber selbstständig aufeinander zugehen können. Und das haben uns Igor und Nassim auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise erklärt. Und dieser Satz, der Glaube an uns ist unsere Religion, erklärt alles. Und wir wollten das unbedingt in einem Song nochmal ganz klar und deutlich sagen, wie wir das sehen. Punkt.